So, willkommen zurück. Diesmal mit einem neuen Spiel und zwar Octodad Deadliest Catch. Ich habe dieses Spiel mal nur kurz angespielt. Und ja, fangen wir gleich an. Coole Mucke. Und draußen blitzt und donnert es schon. Die Steuerung von diesem Spiel ist wirklich schwer. Just running late. He's always late. But what on earth is keeping him? Mr. Groom, the wedding is starting. Are you ready? You're not even dressed. Make yourself presentable. She's waiting for you. King. So. Wir können jetzt die Arme so bewegen. Aber trotzdem ist die Steuerung, naja, blöd, aber das soll ja mit Absicht so sein. Perfekt, King. Ja, heute noch. Also wir sind ein Oktopus bei seiner Hochzeit. Warum auch immer ein Oktopus? Aber okay. So, jetzt haben wir hier den Schlüssel. Was wird da drin nur versteckt sein? Ja, das ist wirklich nicht leicht, die Steuerung. Wer dieses Spiel schon mal gespielt hat, der würde sie wissen. Aber ist trotzdem ganz cool gemacht. Lustig. Genau. So, jetzt können wir auch gehen. Das Gehen ist auch richtig behindert. Vor allem, weil er nicht das macht, was ich drücke. Okay. Ja, vor der Hochzeit ein Papier. So sieht er auf jeden Fall aus. Würde ich auch so machen. Ja. Also mit den Türen habe ich immer Probleme da. Oh, so geht's auch. Alles schön hergerichtet zum Essen. Und wir randalieren. Die Torte, die sieht schon so provokant aus. Da wollen wir doch mal abbeißen. Aber nur einen kleinen Bissen. Nur einen kleinen. Hä? Was war denn das jetzt? Okay. Hier nur einen kleinen Bissen. Okay, die nehmen wir uns jetzt mit. Oder auch nicht. So, was haben wir hier? Oh, da sieht man schon durch die Wand. Genau, ich muss meinen Anzug anziehen. Hier rein. Da muss man immer wechseln zwischen gehen und greifen. Jetzt sehen wir schick aus.
sexy Oktopus am Start. Oh, warte, da ist ein Knopf. Party Time. Na dann gehen wir mal ab. Breakdance vom Feinsten. Alter, der hat Moves. Ja, lassen wir das. Gehen wir einfach weiter. Die Braut wartet schon auf uns und ich kann nicht mehr weiter. Okay, geht schon. Oh, jetzt brauchen wir einen Schlüssel. Scheiße, ich glaube, der war genau da, wo der Anzug gehängt ist. Ja. Bin ich blind? Was geht jetzt ab? Achso, dann kann ich ja heben und senken den Arm. Ja, das war schon wieder ein paar Minuten aus. So lange kann ich mir das nicht merken. Anscheinend. Ja, Party hart. Okay, jetzt können wir hier aufmachen. Warum auch immer der Weg zur Braut zugesperrt ist. Ja. So. Ja, ein bisschen wieder randalieren. Und bei Bananen ausrutschen. Okay, jetzt geht's los. Tief durchatmen und... Oh wei, nein. Da ist ja noch gar nicht die Braut. Peinlich. Jetzt müssen wir die Schleife da noch anziehen. Natürlich, ohne Randalieren geht das nicht. Für wen haltet ihr mich? Komm. Ich sagte, komm. Perfekt. Sexy. Nicht wirklich. Ich meine, er ist ein fucking Oktopus. Okay, jetzt muss es aber zur Braut gehen, oder? Ja, natürlich kommt auch noch ein Stahltor. Das müssen wir natürlich aufmachen. Jetzt aber auf zur Hochzeit. Okay. Und es geht noch immer nicht los. Und noch immer nicht. Und jetzt geht's los. Und wir dürfen nicht auffallen. Das wird jetzt schwer. Einfach durchwaschen hier. Oh Scheiße. Where's the best man? Guess you'll have to get the ring yourself. Oh, hol den Ring. Okay. Do you need any help? Perfekt, beim ersten Versuch.
handsome. So handsome. Ja, ich weiß. Baby, wie wärst du und ich jetzt sofort? Meine Tentakel sind nicht das einzige, das lang und glitschig sind, wenn du weißt, was ich meine. So, hier, nimm den Ring. Hier, nimm ihn. Ich muss näher hin. Hi, Baby. Oh. Okay. Na, die muss einen guten Würgereflex haben. Was geht jetzt da? Oh! Geil! Einen epileptischen in der Luft haben, ist immer toll. Also dieses Spiel ist schon ziemlich krass. Octodad! Und ins Wasser. Ladebildschirm. Sehr spannend. Ich fresse einfach während dem Aufnehmen. Jetzt wachen wir auf. Oh, wir sind anscheinend schon zu Hause. Kino. Kino. Der Wecker, wo ist der Wecker? Hier ist der. Den schalten wir mal aus. Aber vorher schauen wir, was hier drinnen ist. Gewand. Perfekt. Warte, man muss da immer wirklich genau richtig stehen. Und ich vergesse immer, dass ich die Hand heben kann und senken. So, gehe in die Küche. Wenn du es sagst. Hey, look, Dad's up. Morning, Daddy. Guten Morgen. Dad, are we gonna build a tree castle this summer? You mean a tree house? No. Where's a princess's living castle? Wo sind sie? Oh, ich bin noch gar nicht rausgegangen. Ich denke mir, hä? Huh? Daddy, will you get me a unicorn? Ja, na klar. Hier, spiel mit denen da. Oh, jetzt habe ich sie wirklich droschen. Hier. Geht in die Schule, Kinder. Okay, hier ist die Küche. Wo kommen Regenbogen her? Nice to see you, sleepyhead. Oh, where do flowers come from? Oh, koche Kaffee. Die Dialoge sind auch toll. Ja, Kaffee kochen. Ich schätze mal, da brauchen wir mal das hier. Stellen sie rein und drücken. Oh, da oben steht der Kaffee. Der wäre auch nicht schlecht. Nein. Nein.
Ja. Have you seen my Salty Hearts novel anywhere? Geht das schon aus oder noch nicht? Oh, hush you. Ja, komm. Schlaf nicht ein. Okay, jetzt aber. And nobody was getting married. Halt's Maul, Web. Ich koche jetzt Kaffee. While you're waiting on your coffee, could you bring Stacy some milk? Soon I'll be 100 feet tall. Jetzt muss ich ihr Milch bringen. Die ist wo? I'm working on a little side project. Ich schätze mal im Kühlschrank. I'm going to expose corruption in the fishing industry. And I know just the shit to sneak aboard. Scheißstörung. That never stopped me before. Oh, hier ist sie ja. Dann bringen wir mal die Milch. Ja. Mann, der spackt ja richtig. Ups. Ja, ich schlage meine Kinder. Jetzt muss ich ihr Milch einschütten. Wird das was? Nein. Nein, das wird nichts. Everything okay in there? Ja, der tut nix. Thanks for the milk, Dad. Soon my bones will be made of steel. Ich hab sie geschlagen und wenn ich sie schlage, dann schenke ich also Milch ein. Okay. Was? Ihr trinkt Kaffee. Okay. My typewriter is out of ink. We've got more somewhere, right? Boah, da draußen geht's ab. Alter. Honey, did you read my latest article? Ich glaube nicht, dass ihr irgendwas davon hört, aber da hat gerade ein gewaltiger Blitz eingeschlagen. Trink Kaffee, ja. Key. Ich bin Key. Geh raus in den Hinterhof. Ja, und ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal.